Der Anfang des Tracks hört sich so an, als hinge eine Abtastnadel in der Auslaufrille einer LP fest, die dann zu einem Song durchdringt, der unter der Oberfläche des Vinyls ausgeschieden wurde. Das Ganze klingt, als tollten kleine, schelmische Monster im Archiv die Klangeffekte herum, nachdem die Tontechniker Feierabend gemacht haben. Die Musik ist eine fantastische Mischung aus Knarren und Knirschen. Sie hört sich an, als ob ein paar Kinder mitten in der Nacht eine Spielzeugkiste durchwühlen und versuchen, Mama und Papa dabei nicht aufzuwecken. Mit Hilfe der Verstärkung werden die schwermütigen, tiefen Töne so buschig wie das Winterfell eines Wolfes. Beats hören sich an, als ob die Belegschaft einer Cocktailbar in einer abgestimmten Choreografie ihre Mixer und Kokosnüsse viermal so schnell wie üblich herumwirft. Was sie spielt, klingt wie Trommeln, die in einen Abgrund mit glatt polierten Stahlwänden fallen. Das Rattern wird sein eigener Tornado! Der Track scheppert daher wie eine Straßenbahn, die aus Kuchenformen, Kuhglocken und Ektoplasma gebaut ist. Sie hält gerade mal so lang zusammen, dass man sich entspannen und die Aussicht genießen kann. Karge Melodieverläufe wehen hinein in schillernde Explosionen, die so weit entfernt wirken wie ein Feuerwerk, von dem man ein paar Hügel weiter einen Blick erhascht. Wässrige Melodien schnüffeln am Zuhörer und Gluckser vom Bass-Synthesizer platzen hervor wie Sonnenmilch aus einer überstrapazierten Tube. Hall ist nicht bloß Klangeffekt, sondern ein Flattern der Seele, eine phänomenologische Stoßwelle. Rhythmusmaschine klingt nach Herzinfarkt. Schlichte, dumpfe Schläge wie von Holzblöcken, die gespalten werden, rattern in den tiefen Frequenzen umher. Ein wortloser, sirenenhafter Refrain erhebt sich in die Stratosphäre. Ganz oben. Und manchmal gibt es elektrisierende Überraschungen, wie den bebenden Hubschrauber, der nach etwa 10 Minuten des Stückes schreiend in die Luft abhebt. Oder das insektenartige Gesindel, das ungefähr 5 Minuten vor Ende des Stückes klaubt und nagt. Sein weicher, runder Trompetenton klingt verletzlich und verängstigt. So, als ob er nach oben schaut und sieht, wie ein interstellares Raumschiff langsam vorüberschwebt. Die Obertöne der Glocken verbinden sich, hallen nach und erschaffen so ein ätherisches Ächzen, wie etwas, das von einem leidenden Tier im Erdinneren emporsteigt. Im Finale saugt sich das Quintett in einem blechernen Wirbel fest. Dabei erreicht es ein Tempo und eine Ereignisdichte, als ob es in einen Abfluss trudelt.
Ich fühlte mich, als ob eine Fruchtblase von elementarer Emotion aus mir herausgepresst worden wäre.